Peter H. und Elisabeth H., geborene S., sind meine Großeltern. Beide sind in ihrem ganzen Leben nie verreist. Beide sind schon lange tot. Sie war Bäuerin. Sie kannte alle Kühe ihres kleinen Bauernhofes sehr privat. Er war Eisenbahner. Und doch hat er in seinem Leben nie eine richtige Reise getan. Abgesehen vom Ersten und Zweiten Weltkrieg, die ihn nach Frankreich und an die Ostsee führten. Nach seiner Pensionierung beschlossen meine Eltern, dass sie unbedingt verreisen sollten. Sie wehrten sich lange, willigten dann ein. Mein Vater brachte sie zum Bahnhof nach Lüttich, 80 Kilometer von zu Hause. Ich durfte mit. Ich war 7 Jahre alt. Ich war noch nie auf einem Bahnhof. Wir betraten das große gläserne Haus und ich wurde ganz klein. Dieses Menschengewimmel. Alle sprachen Französisch, das ich nicht verstand. Ich wusste damals auch noch nicht, dass es Französisch ist. Die Durchsage, die schwarze Lokomotive, der Rauch, ein schriller Pfiff, der Zug fuhr ab. Ich sah noch einen Arm mit einem Taschentuch aus dem Waggonfenster winken. Ich begann zu weinen, weil ich dachte, Oma und Opa müssten nun sterben. Meine Mutter hatte uns erklärt, dass der Tod ein Abschied für immer sei. Ich habe die ganze Heimfahrt geweint. Nach 3 Tagen standen Oma und Opa wieder vor der Tür. Er hat die Hitze nicht vertragen und sie hatte Sehnsucht nach ihren Kühen. Ich habe aus dem neuen Buch Marcel Krämer und die Agora gelesen. Ich bin Helga Kohnen, seit 40 Jahren Ensemble-Mitglied.